Hallo, das Jahr geht zu Ende und es ist Zeit für das Jahresendlachen. Da mein Leben dieses Jahr sehr viel im Hotel abgespielt hat, habe ich gedacht, hier aus Salzburg, aus dem Hotel, schicke ich euch einen Lachgruß. Und zwar einige Lachübungen, mit denen ihr gut euer Jahr beenden könnt. Als erstes ist natürlich wichtig, dass ihr euch anfeuert und sagt, ich war wunderbar dieses Jahr. Wunderbar. So wie ich hier stehe und so wie ich da bin. Und natürlich könnt ihr euch auch anerkennen für all die Sachen, die gut gelaufen sind. So. Mit dem Anerkennungslachen. Und liebt euch dafür. Auch für das, was vielleicht nicht so geklappt hat, mit dem ich liebe mich selbst lache. Tja, welche Lachübungen können wir noch machen? Wenn was nicht so geklappt hat, dann dürft ihr auch mal weinen, so, wenn er danach gleich wieder lacht. Und damit ihr immer einen Lachvorrat bei euch habt, lacht doch mal ins Fäustchen. Und steckt euch das ein in die Tasche und dann noch ins andere Fäustchen. Steckt da auch ein. Und wenn es dann mal hart wird nächstes Jahr, dann habt ihr einen Vorrat und könnt euch das ins Gesicht schmeißen. Ich hoffe, ihr kommt lachend und auch weinend. Zufrieden mit euch ins neue Jahr. Könnt alles fühlen, was es zu fühlen gibt. Könnt alles mitnehmen, was es mitzunehmen gibt. Könnt alles würdigen, was es zu würdigen gibt. Und ihr seid schon toll, so wie ihr seid. Das dürfen wir uns nur immer mal wieder bewusst machen. Ihr seid wunderbar. Ich wünsche euch einen guten Jahresausgleich und bis bald. Lacht's gut.